Und weiter geht's mit der Quest Die Spur des Großregenten. Und da müssen wir hier raus zu den Raureifhügeln über den Krähenpass. Wupp. Das ist immer. Das Weltwechseln ist immer komisch. Du musst nichts anklicken, du läufst da einfach durch und zack, plötzlich Ladebildschirm. Das ist eigenartig. Huch. Guck mal. Mein Begleiter ist jetzt ein kriechendes Skelett. Schneebeißer. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Okay, mach das. Hier ist eine Spinne. Oh, Oh ich habe sie nein! zertreten. Ist ja klar. Ah, Guck da mal, die kam das springen. Blut raus. Die da. Bup, die springen dich an. Hast du das gesehen? Nee, zum Glück nicht. Kommen bestimmt noch mehr, die springen. Toll. Oh, guck mal, hinten ist ein Schrein der Geschwindigkeit. Wupp. Guck mal, wir sind schneller. Yeah. Huch. Bam, bam. Bam. Huh, tja, tja. Guck mal, ganz viele tote Spinnen. Ach, guck, hier leben noch welche. Guck mal, die kommen da aus dem Ding rausgekrochen. Das ist so ein Ding, wo wir letztens dieses Event da hatten, wo wir die verschließen mussten. Was ist denn das hier? Da Hast war auch gerade gar auch eine nichts. kleine Spinne zertreten? Nö, keine Ahnung. Man kann ja alles mögliche kleine zertreten, auch Mäuse und so. Das ist, glaube ich, sogar ein Achievement. Echt? So und so viel so eine kleinen Viecher zu zertreten. Aber keine Ahnung, die kommen manchmal ja aus den Felsen rausgekrochen. Aber wo die sonst herkommen oder ob die einfach auf dem Boden rumrennen oder so, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke immer, dein Viech, das wäre irgendwie ein. Ein Gegner. Ja. Und jetzt ist mein Viech auch eine Spinne. Yay. Super, noch mehr Spinnen. Wenn wir schon dabei sind, ne? Haben wir nicht genug? Vor allen Dingen die kleinen sind. Also, die da so rausgekrochen kommen. Jetzt wollte ich auch deinen Begleiter angreifen. Heiltrank. Der sieht doch haargenauso aus wie die Spinnen, die es hier gibt, die größeren. Das ist echt. Huch. Wenn ich Ach diese. so. Also, jetzt wieder meinen Begleiter angreifen wollen. Nein, ich wollte meinen Begleiter Ach, angreifen. da. Deinen eigenen, das ist auch gut, der. Huch. Was würdest du sagen? Keine Ahnung. Guck mal, eine Glocke. Und da sind ganz viele kleine Spinnen im Netz, siehst du das? Oh, guck mal, hier ist ein großer. Achso, eine große Spinne. Juhu. Eine ziemlich große Spinne. Nimm das und das und das und das. Oh, ich sterbe. Shit. Was? Bist du tot? Ja. Der Fuck. Das ging jetzt echt ziemlich schnell. Die hat ganz viele ganz kleine Spinnen gespawnt. Na, Moment. Ich muss wieder zu dir laufen. Ja, aber ich bin weggegangen von dem Boss, damit du die Erfahrung und so auch kriegst. Ich glaube, du musst jetzt langsam ein bisschen zurückbleiben oder so. Und mit deinen Spells am besten so um dich schießen. Oder irgendwas, keine Ahnung. Oder schnell genug einen Heiltrank nehmen. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie einen Cooldown haben hier. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert. Ob du jetzt so viel nehmen kannst, wie du hast, hintereinander. Oder ob die einen Cooldown haben, bis du den nächsten benutzen kannst. Ja, Weißt ich du? wollte gerade einen Heiltrank nehmen, aber dann war ich schon tot. Ach Es so, ging guck jetzt mal, hier ziemlich sind dann schnell. ganz viele ganz kleine. Die hat die irgendwie gespawnt. Ach, die ist schon gestorben. An was ist die denn gestorben? Keine Ahnung. Eigentlich hatte die noch halbes Leben oder so, wo ich weg bin von der. Oh, guck mal, hier sind noch mehr. Ihhh. Da ist jetzt gerade irgendwas zerplatzt und da kamen ganz viele kleine Spinnen raus.
Lecker. Unsere lieben Kleinen sind in die Höhle gelaufen. Mein Ehemann Finas ist ihnen gefolgt, aber es wimmelt dort von üblen Wesen und er ist nicht zurückgekehrt. Brauchst du ein Schwert? Einhändig? Kommt drauf an, wie viel Schaden pro Sekunde? 90. Nee. Okay. Mit zwei Sockeln. Ja, ist egal. Ich hab 150 und 130. Okay. Hinein in die Höhle. Moment. Wut. Ich will noch mein Zeug hier angucken. Okay. Okay. Mach das. So, hinein in die Höhle. Dann hau ich dabei das zu meinem Kurier. So, und gib dem noch einen. Was ist denn das? Neuen Fisch. Das ist Schleim. Ja, Eisgel. Irgendwie, ach du Scheiße. Aber guck mal, die Spinnen sind aus Eis oder so, oder? Irgendwie sowas. Ja, hier sind ganz viele kleine Spinnen noch. Ist ja richtig eklig. Wo denn? Ach, die sind richtig. Das sind richtige Gegner? Ah, okay. Ja. Oder? Ja, ich glaube, das ist eine Spinnenhöhle oder so. Guck mal, da kann man die Kohlebecken entzünden. Da hat man Licht. Das ist cool. Wah. Wusch. Ansonsten ist es ein bisschen dunkel her. Bam, bam. Huch. Was ist das denn? Galvanischer Flieger. Okay. Der Fug. Boom. Boom. Ah. Die ist einfach über mich drüber gehüpft. Und zu dir hin. Das Gel slowt einen übelst. Oder war das irgendwas anderes? Weiß nicht. Oh Gott. Das ist wieder so eine dicke Spinne. Cool. Anrot. Oh Gott. Die blinkt sich. Spuckt Netze bewegungsunfähig machen. Teleportiert. Das steht sogar drunter, was die können, die Gegner. Ist mir noch nicht aufgefallen bis jetzt. Es werde Licht. Bam. So, hat die was gedroppt? Was man gebrauchen kann? Nö. Wahrscheinlich nicht viel, was man braucht. Nö. Die hat jetzt... Och, du Scheiße. Hilfe. Ja, bin schon da. Ich tank dann mal. Ja. Au. Gib ihr. Bam, 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 bam. Oh Gott, geh lieber weg. Ah, tot. Wintersmantel, Lederstiefel. So eine Errungenschaft. 2% auf Rüstung gegen Körperschaden, Glück bei Magie finden und Eispanzer. Hm. Sehr komisch. Ich hab wieder den gleichen. Aber. Wie genau den gleichen? Also ich hab den auch bekommen. Ach, den Wintermantel oder Wintersmantel? Ja. Hm, okay. Oh ja, da kann nicht so viel, finde ich. Mhm. Und Schuhe habe ich noch gekriegt. Hm, schwere Bewegung. Einen Moment. Oh. Oh, hast du was gefunden? Nee, ich habe es gehört. Okay, so. Geht weiter. Machst du erstmal Licht? Ja. Wusch, wusch, wusch. Oh. Hm. Was ist denn das hier? Vergessene Truhe. Großbogen. Die kann man gar nicht umbringen. Was war das jetzt? Seltenes Schild. Zurückstoßen Blockschanz. Gefundene Goldmenge Blockschanz. Nee, Bogen brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das kann auch weg. Hallo? Mir ist es gelungen, Schneeglöckchen und Sonnenstrahl hier in Sicherheit zu bringen. Aber ich habe mir das Bein verletzt. Und
selbst mit ihnen auf den Armen komme ich jetzt nicht mehr aus der Höhle heraus. Bitte nehmt ihr die beiden und tragt sie zu Bileti. Klar, wir nehmen jetzt die Spinnen und tragen die. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Roboter-Trommel. Ihr habt eine Quest bekommen. Okay. Weitere Teile des Roboters suchen. Okay. Dann, glaube ich, müssen wir ja durch das Portal wieder raus. Wupp. Okay. Wuppidi, wenn du das sagst. Ja, oh, jetzt sind wir doch hier vor der Höhle. Ich habe gedacht, ihr redet von Kindern und nicht von kleinen Spinnen. Hast du gedacht, vielleicht sind das Kinder für sie oder so? Wahrscheinlich. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Auf Rüstung gegen Körperschaden gefunden. Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde. Das klingt doch ganz nett so zum Tanken. So. Okay. Hast du auch ein Level up gehabt? Gute Frage. Also ich kann zumindest Punkte verteilen. Ach, Rick weiß Level. Mist, ey. Was denn? Erforderliches Level 21. Für was? Ich vergesse immer. Für den Stab, den ich gerade bekommen habe. Ach so. Okay. Ja, ich 21, okay. Oder halt so und so viel Fokus, steht ja immer da, oder? Also steht ja immer Level 21 oder die und die Stats. Ja, aber die kann man, die hat man meistens ja schneller zusammen, die Stats. Fokus 53 brauche ich. Hast du noch nicht? Hey, Moment, ich habe doch genau 53. Ach, jetzt. Ach ja, schon gut. Siehst du? Ja, vergiss es. Ich würde gerne nur irgendwie meine Sockel aus dem Stab hier da rein tun. Ich habe keinen einzigen Sockel. Du kannst, glaube ich, hier mit so einem Portal, was du auf der Null hast, kannst du zur Stadt zurück, dort die Sockel rausmachen aus dem Ding und kannst dann das andere einsockeln. Kann ich den... Wo kann ich dir denn da rausmachen lassen? Warte, ich komme auch mal mit. In die Enklave. So, dann hast du da rechts irgendwo so einen Gem-Typ. Nee, nicht den oben. Der zerstört die Gems. Ja, das dachte ich gerade auch. Der unten zerstört das Item und du behältst die Gems und der oben zerstört das die Gems und behält das Item. Und dann packst du das da rein und dann... Gibt dir sogar eine Errungenschaft. Ja. Gibt ja auch dann eine Errungenschaft für 50 Mal... Gems aus Items wieder rausgeholt und 100 Mal oder irgendwie sowas. Und dann hier durch wieder. Glaube ich. Ja. Zu eurem Portal. Wupp. Steht es jetzt immer hier? Just the Temple Steps? Nee, rechts. Ach. Steht zu eurem Portal. Okay. Es hätte sogar gereicht, wenn einer von uns so ein Portal gemacht hätte. Also du kannst ja durch die Portale von dem anderen reisen. Hierher. Mietz, 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 Mietz. Wow. Und ein... Oh, guck mal, ein Skelett. Bam, tot. Und Spinnen, yeah. Oh, no, ist mein Alpaka, ist wieder ein Alpaka. Scheiße. Shit. Und mein Panther ist wieder ein Panther. Direkt mal einen Fisch geben. Irgendeinen. Ih, jetzt ist es auch wieder eine Spinne. So eine hässliche. Iu. Hier sind ganz schön viele auf der komischen... Was ist denn das eigentlich? Eine Brücke oder was soll denn das darstellen? Wahrscheinlich, ja. So mit so komischen Bögen-Dingsies nach oben hier.
Und ich frage mich, warum wir mitten im Weg unten rumstehen. Warum nicht? Wer hat die da liegen lassen? Oh Gott. Hallo, Wuff. Das ist ein Quest-Typ. Könntet ihr mir behilflich sein? Ich war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwald-Tempel, als wir getrennt wurden. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging es ihm sehr schlecht. Ich fürchte, er könnte sich dieselbe Krankheit wie die anderen Esterianer zugezogen haben. Glutsteinschlüssel, bla bla bla. Ich wollte eigentlich mal noch gucken, was hier los ist. Kannst du wieder zurückkommen? Ja, gleich, sobald es geladen hat. Okay. Es kann sich nur um Jahre handeln. Ich wollte nämlich, hier geht nämlich noch ein Weg rüber. Wollte mal gucken, was es dort noch gibt. Bam! Hast du ein Portal gemacht? Wie ein Portal? Nö. Wieso? Ach nee, schon gut. Huch. Ah. Okay, da bist du wieder. Na dann weiter! Guck mal, da ist sogar eine Truhe. Ich glaube, das war so eine Verarschetruhe, oder? Nee. Ach, guck mal, hier ist gar nicht mehr viel. Nur die zwei Truhen und drei Spinnen. Sekunde mal. Da war was drin in der Truhe, aber ich glaube. Nee. Nee. Okay, nichts Gescheites. Du, geht weiter. Dum, 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 dum. Ich glaube, ich muss mein Pet gleich mal wieder in die Stadt schicken. Meins ist auch fast wieder voll. Es geht ziemlich schnell. Vor allem, wenn du alles aufsammelst. Ich finde das auch doof, dass die weißen Items, also du kannst. Also entweder du musst jedes Mal lesen, was da getroppt wird, weil wenn du meinetwegen, die droppen ja auch diese Identifizierungsrollen und so, und die sind ja genauso weiß wie die sinnlosen weißen Rollen. Aber die Identifizierungsrollen brauchst du ja. Damit du sie wenigstens nicht einkaufen musst. Das ist ja nicht verkehrt, wenn du die looten kannst. Okay. Und was wollte ich jetzt sagen? Du findest es doof, dass die gleiche Farbe haben? Achso, ja, ich weiß halt zum Beispiel von Diablo. Da war das so, dass halt die sinnlosen Items, soweit ich weiß, jetzt grau waren oder so. Oder zumindest die Heiltränke und Mana-Tränke eine andere Farbe hatten. Und so, dass du die halt erkannt hast und dass du nur die gelootet hast. Mhm. Und dass nicht alles eine Farbe hatte, das wichtige Zeug und halt die weißen Items, die du eh nicht brauchst. You know? Ja. Oh, das hat jetzt so lange gedauert hier. Unglaublich. Ich glaube, das ist relativ groß hier, die Ebene. Warte mal kurz, bitte. Okay. Ich muss mal eben mein Pet beladen. Oh Gott, pass auf, pass auf! Was denn? Diese Typen hier, die haben gerade irgendwas auf dich gecastet, das ja ziemlich viel Schaden gemacht hat, glaube ich. Ist halb tot. Brauchst du eine Pistole? Nee, ne? Nö. Was brauchte ich für das Schwert? Sturmbeoren. Was auch immer Sturmbeoren sind. Beoren. Keine Ahnung. Wenn du mal welche siehst, sag mal Bescheid, dann nehme ich mal das Schwert. Ich muss mich 20 von den Dingern töten, dann wertet das Schwert irgendwie auf. Das finde ich wiederum ziemlich cool, muss ich sagen. Dass du hier eine Waffe verbessern kannst, indem du bestimmte Art von Gegner tötest. Das finde ich ziemlich fetzig. Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe zwar keine Ahnung, wo diese Gegner sind, aber wenn man die dann mal sieht und dann dran denkt und dann. Vielleicht wird das ja dann richtig cool, die Waffe. Oder das Item, wie auch immer. So. Ab geht's. Folgen Sie mir. Hier sind so coole grüne Kristalle. Ich wollte mal gucken, was hier abgeht. Hier sind Goblins. Alter. Was ist denn jetzt passiert?
Chris Turtle war weg. Ach, der ist locked. Nein! Wir haben keinen goldenen Schlüssel. Oh ja. Guck, dieser Wirbel da. Der macht, glaube ich, ziemlich viel Schaden, wenn er dich trifft. Oh, ja. Von diesem Mirka Frostbinder. Ja, der verfolgt ein bisschen. Aber der ist langsamer, von daher, den kann man weglaufen sozusagen. Aber ich glaube, der ist gefährlich, der hat ja vorhin richtig viel Schaden gemacht. Das merke ich mir. Mana schreien! Hallo, kann ich nicht hier laufen? Doch jetzt. Yeah, eine Quest! Großer Heiltrank. Und die Quest. Hey! Ich glaube, ich habe den Schlupfwinkel des Alchemisten gefunden. Hier in den Eistiefhöhlen. Direkt hinter dem Eingang habe ich eine Notiz entdeckt. Darin ist davon die Rede, die Mine bei Torchlight zu betreten. Und Ortrax Herz zu holen. Die restlichen Notizen des Alchemisten wären wahrscheinlich sehr hilfreich bei der Suche nach einem Weg, ihn aufzuhalten. Dieses Schriftstück trägt die Nummer 4. Es dürften also 3 weitere in den Eistiefhöhlen geben. Dürfte also. Naja, dann gucken wir doch mal, ob wir welche finden. Huch! Ach, jedes Mal, ich laufe dahin und zack, Ladebildschirm. Das überrascht mich jedes Mal oder erschreckt mich jedes Mal wieder. Wie auch immer. Ich folge dir. Tu das! Hallo, was war denn hier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Guck mal, hier ist Schleim. Juhu, Schleim. Eisgel. Das sind komische Gegner, diese Eisgel-Klumpen da. Ja, irgendwie schon. Ach guck, das war's schon. Hallo, Pat. Das war die richtige Richtung. Also die aufhört sozusagen. Ja. Hallo? Ein Bogenschütze und ein Mirka-Schlitzer. Hallo? Ein kleinen Bogenschützen. Die Goblins können gar nichts, die sind so schwach. Spalthuf. What the fuck? Was geht denn mit dem? Ich konnte die Truhe nie aufmachen. Da ist immer wieder die Treppe hochgelaufen. Ganz eigenartig. Ganz eigenartig. Ist der Stab rosa oben drauf, den du jetzt hast? Ja. Wo rennst denn du hin? Ich wollte nur was gucken, sorry. Ach so. Huch, Achtung, da ist wieder so ein komischer Zauberer. Ja. Die scheint ziemlich krass zu sein, habe ich so das Gefühl. Tjung. Oh Gott! Oh. Was war denn das? Da kam irgendwie angeflogen von irgendwo. Der Fug? Oh Mann. Oh. Wieso kann der fliegen? Was? Achso, die kommen von da unten schon gut. Oh oh. Vor allen Dingen rennen die direkt alle zu dir. Ja, die wissen, dass ich schwach bin. Naja, ich glaube, die machen mir mit. Mein Lama jetzt grasen oder was? Am Sand. Stein. Eis. Was glaubst du, die machen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ja. Diese Wirbel, ey. Ja, die verfolgen einen. Die sind mies. Die haben mich auch gerade zur Hälfte getötet, was? So, das ist oben, oder? Das ist oben, ja. Da kommen wir dann bestimmt noch vorbei gleich. Laufen wir bestimmt dreimal im Zickzack, bis wir dann am Ende ankommen. Sieht alles ziemlich verwinkelt aus hier auf der Karte. Leuchtekristalle, und solange wir Leuchtekristalle haben, bin ich glücklich. Okay. Leuchtekristalle! Oh, schon wieder ein Zauberer. Ich glaube, das ist auch gefährlich, wenn da dieses komische Kreisding sie macht. Wenn das alles bis, die Kugeln, die dann spawnen, außen, wenn die bis zur Mitte kommen, ich glaube, das ist auch gefährlich. Irgendwie. Wo nimmst du die hin? Ja, wo soll ich dich hin mit denen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen erst nochmal da runter. Da ist nämlich, Sackgasse da unten. Und da stehen noch Gegner. Vielleicht ist da eine Truhe oder so noch. Mittlerweile droppt doch gar nicht mehr so viel. Wie am Anfang, ne? Das stimmt. Mirka, Schlitzer. Zum Glück. Jo. Nö, nix.
Wo kann man hin? Ich hab doch gesagt, das ist eine Sackgasse. Ich hab gedacht, da ist vielleicht noch irgendwas. Achso, ich dachte, wir wären jetzt irgendwie wieder hier hochgekommen. Achso, nee, ich war gut. Nee. Mal wieder falsch gedacht. Das war eine Ebene tiefer sozusagen. Ja? Trotz, dass es wieder nach oben ging. Huch! Die machen auch diesen komischen Schrei, den die da machen, oder was auch immer das sein soll, das slowt einen voll. Alter, dieser Spalthuf, der schubst mich immer weg. Vor allen Dingen Spalthuf, ey. Ihr seid fachkundiger geworden. Sehr schön. Oh Gott. Komm, nimm Wo das. lang? Was? Wo lang? Hier würde ich sagen. Mal alles außen so abchecken. Oh Gott. Ich geh mal dahinter den Magier töten. Puh. So. Was ist das? Ja. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich glaube, wir gucken erst noch mal kurz in die andere Richtung. Okay. Ob da noch irgendwas Interessantes ist. Was? Ja, hier ist nur so ein Mystery. Du hast nur noch halb volles Leben. Danke. Bitte? Komm, die hier. Keine Ahnung, die standen halt hier, waren wir ja noch nicht. Huch, Schneebeißer. Knüppel. Der Wug? Hier geht's mir in viel zu viele Richtungen. Ja, oh, guck mal, ein Spalthuf.